Eine orientierungslose Zickzack-Politik ist die aktuelle Politik von Verteidigungsministerin Claudia Tanner. Dazu hat es eine Pressekonferenz gegeben, die wir natürlich auch hier auf OE24TV live übertragen haben. Und dazu jetzt bei mir im Studio NEOS-Wehrsprecher Douglas Heuers. Schönen guten Tag. Sie haben heute gemeinsam mit der Opposition, mit SPÖ und eben auch FPÖ einen gemeinsamen Antrag gestellt, einen Misstrauensantrag gegen die Verteidigungsministerin. Was macht sie denn aus Ihrer Sicht so falsch? Ich glaube, man muss grundsätzlich anfangen bei der Frage des Vertrauens. Es ist ja ein Misstrauensantrag nichts anderes, als dass wir als Parlament sagen, wir entziehen der Ministerin das Vertrauen. Und das kommt daher, dass wir der tiefen Überzeugung sind, dass gerade in Zeiten wie diesen, wir wissen, Corona-Krise und so weiter, Vertrauen in die Politik etwas sehr Wichtiges ist. Und was haben wir jetzt? Wir haben eine Situation, wo der Bundeskanzler, der in der Hauptverantwortung ist, hier Vertrauen sicherzustellen, ein Ministerboard hat, also seine Minister, und einer nach dem anderen hier klar zeigt, dass er sein Amt nicht ausführen kann. Wir haben einen Finanzminister, der nicht rechnen kann. Wir haben eine Familienministerin, die Babys Geldscheine in die Hand drückt. Und dann haben wir eine Verteidigungsministerin, die seit Monaten daran ist, das österreichische Bundesheer zu zerstören. Nichts anderes tut sie. Wir haben angefangen mit der Vision Landesverteidigung, dann diese seltsame Pressekonferenz bzw. Pressegespräch von ihr, wo die militärische Landesverteidigung abgeschafft hätte werden sollen. Etwas, was bei uns in der Verfassung verankert ist. Und jetzt die ganze Thematik rund um neue Eurofighter, wo sie am Montag gesagt hat, sie will die Saab 105, das ist unser kleinerer Flieger, auslaufen lassen, nicht einen Nachfolger beschaffen, der ist über 60 Jahre alt und muss dementsprechend ausgemustert werden. Und der Eurofighter soll alleine den Luftraum überwachen. Wenige Tage später, also genau Mittwoch, heißt es plötzlich, naja, vielleicht doch nicht, wir prüfen jetzt Leasing-Varianten statt dem Eurofighter. Also es ist jeden Tag etwas anderes und das ist etwas, was nicht haltbar ist, wo genau dieses Vertrauen, was man braucht, um gemeinsam zu arbeiten, um gemeinsam Österreich weiterzubringen und um gemeinsam auch Österreich sicherer zu machen, weil das ist ihre Hauptaufgabe als Landesverteidigungsministerin, gewährleisten zu können. Und dieses Vertrauen haben wir nicht und wir spüren auch, dass die österreichische Bevölkerung dieses Vertrauen nicht mehr hat und deswegen haben wir diesen Misstrauensantrag eingebracht. Gehen wir jetzt mal konkret ins Detail aus der Sicht von NEOS. Was sollte denn jetzt reformiert werden am Bundesheer? Ja, das ist, glaube ich, ein ganz großer Prozess. Wir haben im österreichischen Bundesheer eine große Thematik und das ist, wir haben eine Textbildschere de facto. Auf der einen Seite einen sehr großen Personalstand und auf der anderen Seite zu wenig Budget für dieses Personal. Wir gehen langsam hin, dass wir eine Personalquote von 90% haben. Das heißt, knapp 90%, momentan sind es noch niedriger, aber in ein paar Jahren sind es 90% des Budgets gehen für Personalkosten auf. Das ist vielleicht in einem Reinigungsunternehmen angemessen, aber sicher nicht in einer Armee, weil eine Armee braucht mindestens 10 bis eher 20% des Budgets alleine, um Invest zu betreiben. Also um Investitionen in die Zukunft, in moderne Abfangsysteme für den Luftraum zu investieren. Die Luftabwehr ist da ein Thema. In Cyberdefense zu investieren. Das ist eine der größten Thematiken, die wir haben. Wir wissen alle, dass täglich mehrere Cyberangriffe auf Österreich einprasseln. Unternehmen sind alle nahezu betroffen. Gerade jetzt in der Corona-Krise massiv zugenommen. In Österreich haben wir hier de facto nichts bisher gehabt. Das hat sich auch gezeigt beim Angriff auf das Außenministerium, wo wir ja auch aufgezeigt haben, wie schlecht wir darauf vorbereitet waren und dass es eher ein Zufallstreffer war, dass wir diesen Angriff abwehren haben können. Und genau in diesen Dingen muss man investieren, aber das muss man langfristig planen und da muss man auch sinnvolle Schritte gehen. Was die Ministerin gemacht hat, sie hat über Monate hinweg im Geheimen mit ihrem engsten Team angefangen zu planen, eine Reform des österreichischen Bundesheers, was ja nicht grundsätzlich schlecht ist, etwas weiterentwickeln zu wollen bzw. zu reformieren, hat aber niemanden mit einbezogen und hat dann eine Sache gemacht, die, glaube ich, ganz entscheidend ist. Sie hat in einem Hintergrundgespräch knapp vor dem IBIZA-EU-Ausschuss mit Sebastian Kurz eingeladen zu einem Hintergrundgespräch, wo sie ihre Reform bekannt gegeben hat und hat einen entscheidenden Punkt, der ganz essentiell ist, gemacht. Sie hat gleichzeitig, beziehungsweise ihr Stabschef, hat in diesem Hintergrundgespräch gesagt, die militärische Landesverteidigung ist nicht mehr wichtig. Das heißt, was sie aus dem Bundesheer machen will, ist keine Armee, sondern was sie will, ist ein technisches Hilfswerk, wie es es in Deutschland beispielsweise gibt. Das heißt, ein bisschen eine bessere Feuerwehr, nichts anderes. Und das ist etwas, was erstens unserer Verfassung widerspricht und auch sicherheitspolitischer Wahnsinn ist.
200 Millionen Euro will jetzt die Verteidigungsministerin in die heimische Miliz investieren, um eben die Miliz wieder auf Vordermann zu bringen. Aus Ihrer Sicht vertanes Geld oder falsch investiert? Das zeigt ja wieder, es fehlt der Gesamtplan. Es gibt kein Konzept. Diese 200 Millionen Euro, die über die nächsten 3 Jahre investiert werden, das muss man ja dazu sagen, sind ja ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir haben im aktuellen Budget ganz viele Pakete, es wird ja immer über Sonderpakete, auch das ist ein Sonderpaket besprochen, die auslaufen. Dementsprechend, wenn wir es uns langfristig anschauen, nächstes Jahr hat das Bundesheer wesentlich weniger Geld zur Verfügung, trotz dieser Sonderpakete, weil alte Sonderpakete auslaufen. Und deswegen ist das eigentlich nur Augenauswischerei. Es ist hier nur einfach herstellen, wir wollen ablenken, wir wollen eine positive Schlagzeile, ja, investieren wir in die Miliz, vielleicht ist diese Nebelgranate gut genug, um über das schlechte Handeln und eher zu sagen sogar das Misshandeln des österreichischen Bundesheers, der Ministerin und ihres Kabinetts, ihrer Mitarbeiter über die letzten Wochen hinweg hinwegzutäuschen. Wie gesagt, das ist ein Zickzackkurs, der jeden Tag anders ist. Sie hat wirklich am Montag A, am Dienstag B und am Mittwoch C gesagt. Das kann es nicht sein, dass fördert keine Sicherheit, das fördert nicht das Vertrauen. Und wie gesagt, Sie können sich ja die täglichen Meinungsumfragen durchlesen. Auch die Bevölkerung hat kein Vertrauen mehr in diese Ministerin. Die Miliz wurde jetzt ja angefordert von der oberösterreichischen Landesregierung zum Kampf gegen das Coronavirus. Hier wird bei Clustern eben getestet, unter anderem auch durch die Miliz des Bundesheeres. Finden Sie, ist das hier der richtige Einsatzort für das Heer, für die Miliz? Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass das österreichische Bundesheer in Assistenzeinsätzen unterstützt die lokalen Behörden in Krisenzeiten. Das ist natürlich sinnvoll. Die Frage, die man sich erstens stellen muss, sind, wie lange dauern solche Assistenzeinsätze und wie bereite ich vor? Wir haben jetzt bei den rund um Corona, bei den Milizeinsätzen eine Sache sehr deutlich gesehen, es dauert alles zu lange. Wir haben gesehen, dass es gedauert hat, 6 Wochen, bis die Milizsoldaten eingezogen wurden, also beziehungsweise dann wirklich ihren Dienst beginnen haben müssen. Wir haben da Riesenchaos erlebt. Da gab es Geschichten von Vegetariern, die kein Essen bekommen haben in den Kasernen. Dann wussten die Soldaten selber nicht nach dieser kurzen Ausbildung, die sie hier geleistet haben, nicht, wo ihr endgültiger Stützpunkt ist. Die waren beispielsweise in Niederösterreich stationiert, dann hat es geheißen, sie kommen ins Burgenland und dann waren sie abfahrbereit ins Burgenland und dann hat es doch geheißen, nein, wir fahren doch nach Zwettl. Also da gab es ganz absurde Dinge. Da sieht man, dass das alles sehr unkoordiniert, sehr schlecht vorbereitet abgelaufen ist. Und das ist etwas, was nachhaltig dann auch die Moral in der Truppe schädigt. Und das ist sicher etwas, was jetzt passiert ist durch die Einsätze der Miliz in den letzten Monaten. Ich habe persönlich das Gefühl gehabt, es ging hier um Show. Es ging hier rein darum zu sagen, hey, wir beordern jetzt die Miliz ein. Das ist das erste Mal, ein starkes Zeichen setzen und von anderen Dingen abzulenken. Ich glaube, dass die Miliz durchaus in dem jetzigen System, wie es da ist, eine Berechtigung hat und auch gut ausgerüstet sein soll in gewisser Weise. Aber auch sehr klar sein muss, wie das dann abläuft und dass das effizient und gut abläuft. Es gibt auch eine Evaluierung und soweit ich weiß, gibt es auch eine Meinungsumfrage im Ministerium, die gerade stattfindet unter den Milizsoldaten, die äußerst negativ ausgefallen sein soll. Ich habe das nur aus zweiter Hand. Aber das ist durchaus ein Zeichen, was auch ich geschildert bekommen habe von Milizsoldaten und Milizsoldatinnen, dass eben das Gesamtsetting ganz, ganz schlecht war, schlecht organisiert, planlos, orientierungslos und es sehr viel um Show gegangen ist. Und dann, wenn Medienvertreter da waren, haben alle schön ausschauen müssen, alle schön in Reihe und Glied gestanden, dass das eben gut wirkt medial, aber mehr war nicht dahinter. Was läuft konkret schief bei der Miliz? Was ist da aus dieser Umfrage quasi herauszubekommen? Die Umfrage liegt mir leider nicht vor. Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich habe einfach das Gefühl, und das habe ich aus den Gesprächen, die ich mit den Soldaten und Soldatinnen geführt habe, dass es eben sehr unkoordiniert war, dass der gesamte Einsatz sehr über den Zaun gebrochen wurde und dass es sehr viel um Show gegangen ist. Es wird, soweit ich weiß, im Ministerium gerade eine größere Evaluation durchgeführt zu diesem gesamten Milizeinsatz und das muss man sich dann im Detail anschauen und muss daraus auch die Lehren ziehen. Das ist aber, glaube ich, nicht das Grundproblem, was wir momentan im Verteidigungsressort haben. Das Grundproblem im Verteidigungsressort ist, dass wir wirklich eine Ministerin haben, die jeden Tag etwas anderes fordert, die ganze Zeit zickzack macht, egal in welcher Thematik, und versucht, von eigenen Fehlern abzulenken, indem sie was anderes sagt. Ich gehe noch mal auf die Luftraumüberwachung zurück. Am Montag gab es einen Gesprächstermin mit der Bundesministerin, wo sie uns ihre Pläne vorgelegt hat. Das ist Saab 105, kleiner Flieger abschaffen, Eurofighter weiterfliegen lassen.
Am Dienstag, einen Tag später, nachdem wir dieses Gespräch hatten, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, aber es gab ein Gespräch, ist sie rausgegangen und hat einen Brief an den Nationalratspräsidenten Sobotka geschrieben und hat gesagt, das Parlament soll die Entscheidung über den Eurofighter treffen. Sie will eine parlamentarische Enquete. Da frage ich mich einmal grundsätzlich bei der Sache, warum will die jetzt plötzlich was ganz was anderes? Warum will sie plötzlich, dass das Parlament hier die Entscheidung trifft? Es ist die Aufgabe der Exekutive, diese Entscheidungen zu treffen. Wir als Parlament, und das ist etwas, was wir immer gefordert haben, müssen natürlich Rahmenlinien stecken. Wir müssen natürlich schauen, dass solche Beschaffungsprozesse transparent sind, dass sie effizient sind. All das, was beim ersten Eurofighter-Ankauf nicht passiert ist. Aber es ist nicht unsere Aufgabe zu sagen, dieser Flieger oder dieser Flieger, das ist schon die Verantwortung der Ministerin. Und dann am dritten Tag, also Mittwoch, hat sie plötzlich gesagt, naja, jetzt Ministerrat, ich weiß nicht, vielleicht doch nicht Eurofighter oder schon, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall steht dann plötzlich über eine Leasing-Variante drinnen. Das heißt, dass sie einen Ersatz für den Eurofighter plötzlich leasen will. 3 Tage, 3 unterschiedliche Antworten, das ist nicht nachzuvollziehen und so verliert man Vertrauen in die Politik und wir haben das Vertrauen in die Ministerin so verloren. Es läuft also einiges schief im Verteidigungsministerium, deswegen auch der gemeinsame Misstrauensantrag gemeinsam mit der SPÖ und eben auch mit der FPÖ. Aber gehen wir mal in den europäischen Vergleich. In welchen Ländern ist die Verteidigungspolitik denn perfekt in der Europäischen Union oder von wo könnte sich denn Österreich was abschauen? Nee, ich glaube, es gibt keine perfekte Verteidigungspolitik im europäischen Vergleich, weil es gibt unterschiedliche Länder, die unterschiedliche Aufgaben haben. Man muss ja auch dazu sagen, dass wir als Österreich eine ganz eigene Rolle haben als europäisches Mitglied der Europäischen Union, dann die Neutralität, die wir noch immer hochleben lassen. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Aspekte, die man beachten muss. Ich glaube grundsätzlich, dass es sehr sinnvoll wäre, europäisch stärker zusammenzuarbeiten. Also gerade das Thema Luftraumüberwachung, etwas, was ich vermisse, ist, dass man sich auch die Frage stellt, na, könnten wir nicht beispielsweise mit der Schweiz oder mit anderen europäischen Partnern gemeinsame Luftraumüberwachung machen. Das heißt, dass wir einen gemeinsamen Luftraum haben, der gemeinsam überwacht ist, was wesentlich kostengünstiger ist. Die Benelux-Staaten machen das beispielsweise. Luxemburg hat selber gar keine Flieger und lässt die von den anderen mit überwachen. Das ist durchaus ein Modell, was man zumindest einmal evaluieren sollte. All das passiert nicht und das ist natürlich traurig. Dementsprechend die ganzen Eigenheiten muss man sich anschauen. Was notwendig auf jeden Fall ist, ist europäisch stärkere Zusammenarbeit im Bereich Landesverteidigung. Weil wir sehen, dass die Herausforderungen, die vor uns stehen, von Tag zu Tag größer werden und auch von Tag zu Tag internationaler werden und dementsprechend auch europäisch zu lösen sind. Beispielsweise Cyberangriffe, ein Cyberangriff, ein Hackerangriff, fährt nicht in irgendeiner, bei uns leider Kupferleitung, in normalen europäischen Ländern Glasfaserleitung, an die Grenze, sagt, ups, hier österreichische Staatsgrenze, das ist ein neutrales Land, das greife ich nicht an. Nein, das ist natürlich international zu sehen. Das heißt, was wir hier bräuchten, ist eine europäische Zusammenarbeit in dem Bereich. Ein starkes europäisches Cyber-Defense-Zentrum, wo Österreich auch mitmachen würde, stark integriert ist, wäre eine Möglichkeit, wo man hier sehr schnell gut zusammenarbeiten kann. Frontex beispielsweise müsste gestärkt werden, auch immer wieder ein Thema. Liegt alles am Tisch? Aber da muss die Bundesregierung, die Ministerin, aber auch der Bundeskanzler endlich ins Handeln kommen. Weil es kann nicht sein, dass am Ende die Sicherheit in Europa durch egoistisches Handeln von Nationalstaaten nicht gewährleistet sein kann. Ein weiteres Top-Thema, das uns auch in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin beschäftigen wird, ist das Coronavirus. Wir haben schon zuvor über die Miliz gesprochen, die in Oberösterreich jetzt wieder eingesetzt wird, um eben auch in Clustern eben zu testen. Wie sehen Sie die Zukunft in den nächsten Wochen und Monaten des österreichischen Bundesheeres in Betracht der steigenden, zu erwartenden Zahlen des Coronavirus? Wo kann das Bundesheer sinnvoll eingesetzt werden? Ich glaube, dass diese Assistenzeinsätze durchaus sinnvoll sein können, wenn sie gut vorbereitet sind, wenn sie zeitlich befristet sind und klar definiert sind. Darüber hinaus müssen wir aber auch einen ganz anderen Aspekt, der medial oft zu kurz kommt, betrachten, nämlich wie sorgen wir auch für die Sicherheit der einzelnen Soldaten und Soldatinnen. Wir haben immer wieder Fälle in einzelnen Kasernen schon gehabt, wo es positive Fälle gegeben hat. Und auch hier fehlt von Seiten des Ministeriums ein Konzept, wie gehe ich damit um? Was passiert, wenn in einer Kaserne ein Soldat, eine Soldatin positiv getestet wird? Wie gehen wir mit Quarantänezeiten um? Es ist auch eine Sache, die man diskutieren sollte, nämlich gerade in Bezug auf eine zweite Welle, von der ja immer wieder gesprochen wird, dass sie eventuell im Herbst kommt, ob man nicht davor Soldatinnen und Soldaten in Quarantäne gibt, um sicherheitshalber vorbereitet zu sein und sicher eine sozusagen Reserve zu haben, die dann
polizeiliche, welche Aufgaben auch immer übernehmen kann. Was, glaube ich, nicht die Aufgabe des Bundesheers ist, langfristig zu erhalten, beispielsweise Paketzustellungsdienste oder ähnliches. Ich glaube, dafür sollte es genug, gerade in einer Zeit, wie wir sind, mit 1,5 Millionen Arbeitslosen, die wir wahrscheinlich am Ende des Jahres haben, sollte es genug Leute am Arbeitsmarkt geben, die diese Aufgaben übernehmen können. Ja, kurzfristig notfalls einspringen, sicherlich, aber keine langfristigen Hilfstätigkeiten der Soldatinnen und Soldaten. Dafür sind sie zu gut ausgebildet und haben auch wichtigere Aufgaben zu erledigen in unserem Staat. Mhm. Blicken wir jetzt noch einmal auf den Misstrauensantrag, den Sie eben gemeinsam mit SPÖ und der FPÖ einreichen. Wo sind jetzt noch einmal die konkreten Punkte, wo man jetzt noch einmal nachjustieren muss, wo Sie sagen, hier in den nächsten ein, zwei Jahren sollte man das Geld besser investieren als diese 200 Millionen jetzt quasi in die Miliz, wie haben wir da zum Beispiel Geld für neue Fahrzeuge, Gruppenfunk-Headsets werden angeschaffen oder 35.000 neue Kampfhelme. Wo sehen Sie noch einmal zum Abschluss des Gesprächs die Punkte, wo konkret investiert werden soll? Also ich glaube, was es braucht, ist eine gesamte Strategie, wie gehen wir mit dem österreichischen Bundesheer um. Da muss man einen Schritt zurück machen und muss einmal sich grundsätzlich über die Aufgaben des österreichischen Bundesheers unterhalten. Und ja, ein Teil davon ist Cyber Defense und solche Themen. Ein anderer Teil ist einfach die militärische Landesverteidigung, die in der Verfassung festgeschrieben ist und unumgänglich ist. Die müsste klar definiert werden und daraus ableiten die Aufgaben. Ich bin mir sicher, dass etwas wie Cyber Defense ein Thema ist, wo man zu investieren hat. Aber auch die Luftraumüberwachung. Wir brauchen, und das ist ja einer der Anknüpfungspunkte auch unseres Misstrauensantrags jetzt, ist dieses Wischiwaschi-Zickzack-Kurs der Ministerin im Bereich Luftraumüberwachung. Es braucht eine Lösung. Es kann nicht sein, dass wir Eurofighter haben, die Blechhaufen sind, die da in der Luft teilweise sind. Das ist die Tranche 1, das ist das schlechteste Material, was man haben kann, die nicht in der Nacht sichtfähig sind. Also sie können in der Nacht fliegen, aber sie sehen, haben keine Nachtsichtmöglichkeit. Sie sehen den anderen Flieger nicht, können nicht hinfliegen, können ihn dementsprechend nicht identifizieren. All diese Dinge müssen angegangen werden. Das heißt, es braucht einen Plan der Ministerin, den man möglichst breit aufsetzen sollte, um endlich militärische Landesverteidigung ins 21. Jahrhundert zu bringen. Ein großes Thema bei der Pressekonferenz der Ministerin war heute auch die neue Musterung, die jetzt dann auch in den nächsten Monaten an den Start gebracht wird. Sehen Sie hier die Pläne optimal von der Ministerin oder ist auch hier Nachjustierungsbedarf? Ja, die Bundesministerin hat ja diese neuen Tauglichkeitskriterien angekündigt. Und ich kann Ihnen ehrlich sagen, ich verstehe nicht ganz, was uns das bringen soll. Weil Tauglichkeitskriterien, es gibt 9 Stufen, Tauglichkeit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und unter 4 ist man untauglich. Unter einer gewissen Tauglichkeitsstufe ist man untauglich und dementsprechend nicht geeignet für den Dienst. Aus körperlichen Gründen, was auch immer. Wir haben jetzt das Problem im österreichischen Bundesheer, dass wir schon zu viele Systemerhalter haben. Also Soldatinnen und Soldaten der niedrigen Tauglichkeitsstufen und dementsprechend die für die Systemerhaltung zuständig sind. Wenn ich jetzt noch von der unteren Stufen, die als untauglich eingestuft wurden, Soldatinnen und Soldaten rekrutiere, dann steigt einfach der Anteil an Systemerhalterinnen und Systemerhaltern und das bringt genau gar nichts. Das bringt dem österreichischen Bundesheer genau gar nichts, außer dass ich mehr Leute rumsitzen habe. Das bringt weder der einzelnen Person was, noch dem österreichischen Bundesheer. Auch das ist wieder Marketing-Gag. Man hat sich überlegt, nee, was könnte ich ins Regierungsprogramm reinschreiben? Das Landesverteidigungskapitel muss auch irgendwas haben. Na, schreiben wir halt die Teiltauglichkeit hinein. Das kann nicht das Ziel sein, dass wir hier noch mehr Leute in diesen Zwangsdienst hineinholen, die dann dort ihre Zeit absitzen, weil sie einfach nichts tun können. Ist übrigens auch eine Meinung, die die allermeisten hohen Offiziere des österreichischen Bundesheers vertreten. Auch auf die hat sie nicht gehört. Da gab es ja schon Anfang Februar beim jahrespolitischen Sicherheitsbeauftragten bzw. dann beim Tag der Wehrpflicht einen Eklat, wo darauf hingewiesen wurde, dass das, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ziemlich führen, Sie wissen schon, ist.